Am Ende war es ein gelungener Test für den Club. Mit 5:2 setzte sich das Team von Robert Klaus gegen die TSG Hoffenheim durch. Dabei ging es denkbar schlecht los. Schon nach 3 Minuten gingen die Kraichgauer in Führung. Klaus nutzte einen Fehler in der Clubdefensive gnadenlos aus. Die erste Chance für den FCN hatte dann Tim Handwerker per Freistoß. Doch der Ball ging knapp vorbei. Nach einer guten halben Stunde war es dann erneut ein Standard, der dieses Mal für den Ausgleich sorgte. Johannes Geis mit der Ecke auf Esker Sörensen und der Innenverteidiger köpfte zum 1:1 ein. Gutes Testspiel. Freuen uns natürlich über den Sieg gegen den Bundesligisten, dürfen es aber auch nicht überbewerten, weil ja, Hoffenheim am Ende des Trainingslagers war, ich denke auch etwas müde war. Dann hat man auch gesehen, zweite Halbzeit haben ihnen die Wege wehgetan, die wir machen konnten. Wir waren frisch noch und das haben wir sehr gut gemacht. Was mir richtig gefallen hat, dass wir den Schwerpunkt der Woche umgesetzt haben. Wir haben viele Balleroberungen gehabt in der Struktur, die wir haben wollten, hatten daraus gute Umschaltmomente, haben erste Halbzeit die noch nicht zu Ende gespielt, das haben wir dann zweite Halbzeit gemacht und deshalb waren auch die Tore dann folgerichtig und ja, sehr gelungen und ein guter Auftakt ins Trainingslager. Klar, das ist immer ein Testspiel. Hoffenheim hat jetzt eine Woche oder ich glaube, weiß gar nicht, wie lange ein Trainingslager hinter sich. Wir haben es jetzt erst vor uns, ist immer ein kleiner Unterschied, aber ich glaube, da war heute viel im Spiel, was sie auf jeden Fall mitnehmen können. Beide Mannschaften suchten immer wieder den direkten Weg nach vorne und kamen so zu der ein oder anderen guten Gelegenheit. Doch weitere Treffer sollten in Hälfte 1 nicht mehr fallen. Wir hatten jetzt im Schwerpunkt gegen den Ball. Natürlich gehört das Umschalten nach Ballgewinn dann dazu. Aber da haben wir uns auch noch in den letzten Spielen schwer getan nach Ballgewinn. Das war heute schon besser. Heute hatten wir aber auch mehr Räume, das muss man auch sagen. Weil Hoffenheim natürlich schon auch aktiver mit Ball spielt, auch risikoreicher spielt. Deswegen hatten wir mehr Räume als gegen Augsburg oder gegen Regensburg. Und ja, wir werden jetzt gucken, dass wir im Trainingslager noch an den Details schrauben. Gerade auch Umschalten nach Ballverlust. Da hatten wir heute ein paar Szenen, die wir dann in der ersten Linie nicht so gut verteidigt haben, dann in der Endverteidigung klären mussten. Aber das sind Details, die wir jetzt angehen. Das ist eine super Spielweise, die der Trainer uns mitgibt. Ich glaube, das sieht man auch, dass es uns Spaß macht. Und es klappt zwar noch nicht alles, aber ein paar Sachen, gerade was Umschalten angeht, klappt, glaube ich, schon ganz gut. Und jetzt werden wir die Trainingslagerwoche nutzen, um das noch besser zu machen. Einen solchen gelungenen Umschaltmoment gab es vor dem zweiten Clubtreffer. Nach Ballgewinn ging es zügig aufs Hoffenheim-Tor. Den ersten Schuss von Felix Lohkemper konnte Luca Philipp noch parieren, doch Robin Hack setzte nach und bediente punktgenau Lohkemper, der dieses Mal vollendete. Und nur 2 Zeitumdrehungen später erhöhte Noel Knote auf 3:1. Wieder war ein Standard vorausgegangen. Es war der erste Profitreffer für den 21-jährigen Innenverteidiger. Ja, also Trainingslager hat zwei Schwerpunkte. Der eine ist einfach neben dem Platz, aber auch auf dem Platz als Mannschaft noch weiter zusammenzurücken, uns untereinander noch mehr zu unterstützen, zu coachen, klar inhaltlich auch zu helfen auf dem Platz mit kleinen Coaching-Kommandos, dass ich mich nach und nach mehr zurücknehmen kann. Im Moment muss ich noch sehr viel coachen, das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass die Jungs das übernehmen. Und auf der anderen Seite natürlich weiter an unseren taktischen Inhalten arbeiten. Das ist jetzt das Umschaltspiel in beide Richtungen im Trainingslager. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wie gesagt, nicht überbewerten. Erste Phase der Vorbereitung war gut. Jetzt die zweite Phase hat auch gut gestartet. Aber jetzt müssen wir einfach dranbleiben und nicht denken, dass es von allein läuft. Das ist wichtig. Ja, harte Arbeit. Aber ich glaube, das macht doch viel Spaß mit den Jungs immer zusammen. Ist immer lustig. Und es gehört halt dazu, ne? Nach 68 Minuten war es dann erneut Lohkemper, der nach einer Ecke sein zweites Tor erzielte. Hoffenheim schlug jedoch umgehend zurück. Schiedsrichter Robert Hartmann ließ einen strittigen Zweikampf weiterlaufen. Und Klaus traf zum zweiten Treffer für die Blau-Weißen. Den Schlusspunkt setzte dann der aufgerückte Ekin Çelebi, der sehenswert aus 15 Metern direkt abschloss.
Mit dem 5:2 im Rücken geht es nun in den kommenden Tagen in Österreich im Trainingslager darum, weiter an den taktischen Inhalten und der Feinabstimmung zu arbeiten. Der bisherige Eindruck macht jedenfalls Lust auf mehr.